Seid gegrüßt, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zu einem Tutorial hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es um die Minecraft für Anfängerhilfe Tutorial, so in der Art auf jeden Fall. Ich möchte allen Neueinsteigern mal Minecraft mal zeigen, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr euch noch nicht so ganz zurechtfindet in dem Spiel, wenn ihr erfahren wollt, wie die ersten Schritte sind, wie ihr eine neue Welt erstellt. Darum wird es in dieser ersten Folge gehen. Ich habe das Ganze schon mal gemacht, aber das ist schon 4 Jahre her. Und ich wurde jetzt oft gefragt, kannst du nicht nochmal für die aktuelle Version, die da ist, die 1.11.2, eine Minecraft-Hilfe für Anfänger machen? Und das mache ich jetzt gerade hier in diesem Video. Es werden sehr kurze Videos werden. Immer Schritt für Schritt werde ich euch erklären, wie ihr euch in Minecraft zurechtfindet, wie ihr im Survival-Modus eine kleine Welt erschafft, euch ein Haus baut und so. Ja, so ist zumindest der Plan und das werden wir jetzt mal machen. Wir gehen also hier. Hier haben wir den Startbildschirm, so sieht der aus. Ich mache mal die Musik, dann haben wir hier die Einstellung. Musik und Geräusche. Das mache ich jetzt mal ein bisschen leiser. So, die Musik machen wir jetzt mal auf 20% runter, weil die soll jetzt hier nicht im Vordergrund stehen. Gesamtlaufstärke könnt ihr auf 100% lassen. Ja, das würde ich erstmal alles so lassen. Das wird hier die freundlichen Kreaturen, die werden bei euch auch auf 100% stehen am Anfang. Dann habt ihr hier noch den Skin anpassen. Da könnt ihr dann später euer Minecraft-Skin anpassen, die Grafikeinstellungen. Da könnt ihr die Sichtweite einstellen. Wenn es also bei euch ein bisschen ruckelt, weil ihr einen schwächeren Rechner habt, dann könnt ihr hier die Sichtweite etwas runterdrehen. Die Bitrate und so, das würde ich alles so lassen. Helligkeit könnt ihr natürlich auf maximal stellen, wenn euch das ganze Bild ein bisschen zu dunkel ist. Ja, das könnt ihr erstmal alles so im Grunde lassen, wie es ist. Das ist erstmal nicht wichtig. Sprache müsst ihr dann natürlich Deutsch wählen, wenn ihr Deutsch seid oder deutsche Sprache haben wollt. Ihr könnt aber auch zum Beispiel hier eine von diesen schönen Krixelsprachen nehmen. Nein, die, oder Englisch könnt ihr auch nehmen zum Beispiel, ne? Was haben wir hier noch? Datenerhebung, Chat-Einstellungen ist erstmal uninteressant. Das ist eher interessant für einen Server. Wir gehen einfach mal auf Neue Welt erstellen. Das ist nämlich ganz einfach. Ihr geht hier auf Einzelspieler. Mehr Spieler ist dann nur für einen Server. Und dieses Minecraft Realms, das sind spezielle Minecraft-Server, die für einige Leute reserviert sind. Ich weiß gar nicht, ob ich auch einen habe. Ich glaube nicht. Also, wir gehen jetzt aber auf Einzelspieler, denn wir wollen ja erstmal Minecraft kennenlernen. So, jetzt habe ich hier schon ganz viele Welten. Da steht jetzt bei euch gar nichts. Aber ihr habt die Möglichkeit, hier neue Welt erstellen zu drücken. Das macht ihr einfach. Dann kommt ihr auf diesen Auswahlbildschirm. Neue Welt erstellen. Jetzt müsst ihr erstmal einen Namen geben. Und wir nehmen die wir nennen die Welt einfach erstmal Opa Zeron Hilfe. Hilfe. Ne, zum Beispiel. Könnt ihr die Welt jetzt nennen. Ihr könnt auch jeden anderen Namen verwenden. Ihr könnt auch schon richtig schönen Namen geben. Ich glaube, ihr könnt das hinterher aber nicht mehr so richtig umbenennen. Das heißt, sucht euch gleich einen schönen Namen für eure Welt aus. So, Spielmodus ist Überleben. Es gibt da noch Hardcore. Hardcore würde ich euch auf gar keinen Fall erzählen, also auf gar keinen Fall empfehlen. Denn wenn ihr da einmal sterbt, da steht ja auch hier Überlebensmodus auf höchste Schwierigkeit, mit endgültigem Tod. Das heißt, wenn ihr einmal drauf geht, wenn ihr einmal sterbt durch irgendeinen Zufall oder durch ein Monster oder sonst was, dann ist die Welt gelöscht. Ihr könnt hier dann auch nicht mehr starten. Also auf keinen Fall erstmal Hardcore nehmen. Kreativ wollen wir auch nicht machen. Da könnt ihr dann, wenn ihr große Bauwerke bauen wollt, einfach nur ohne irgendwelchen Stress bauen wollt, könnt ihr kreativ nehmen. Würde ich euch aber auch erstmal nicht empfehlen. Überleben ist erstmal angesagt. Survival-Modus. Und dann geht er hier auf weitere Weltoptionen. Ich gebe jetzt mal ein Seed an. Das müsst ihr nicht. Ihr müsst also hier nichts eingeben, dann bekommt ihr auch eine Welt geladen. Aber wir nehmen jetzt mal den Seed Opa Zeron Tutorial. Zusammengeschrieben, so wie ich das hier geschrieben habe. Der Seed, der generiert, der gibt sozusagen so ein paar Punkte an, wo sich Minecraft dran orientiert und immer die gleiche Welt orientiert. Das heißt, wenn ihr jetzt hier auch Opa Zeron Tutorial, also Tutorial eingibt, dann, fehlt noch das L, dann wird auch bei euch dieselbe Map generiert werden wie bei mir jetzt. Das ist ganz nützlich, dann könnt ihr euch nämlich selber eine Map mit diesem Namen generieren und könnt da auch, genauso wie ich jetzt gleich, ein bisschen ausprobieren. Das ist dann eigentlich ganz nett, dann können wir so ein bisschen unsere Erfahrungen austauschen, denn es wird mehrere Folgen von dieser Reihe geben, das kann ich schon mal sagen.
Bauwerke generieren lassen wir an. Weltentyp ist Standard. Bauwerke generieren sind zum Beispiel momentan die NPC-Dörfer. Ne, Dörfer, Tempel und Festungen. Tempel sind auch ganz nett. Die gibt es in Wüsten und in, Tropengebieten, also ne, in tropischen Regenwäldern. Und Festungen und Mansions müsste eigentlich noch stehen. Das sind diese neuen großen Häuser. Die werden jetzt hier also auch generiert. Also würde ich euch empfehlen, lasst das mal an. Sonst geht euch viel durch die Lappen. Weltentyp nehmen wir Standard. Da gibt es auch noch Flachland. Das kann man dann auch noch anpassen. Da kann man jetzt jeden einzelnen Block anpassen. Abbrechen machen wir nicht. Wir machen Weltentyp Standard. Flachland nicht. Weil sonst habt ihr eine ganz glatte Fläche, wo keine Erhebung nichts ist. Das ist ziemlich langweilig. Dann große Biome würde ich euch erstmal auch nicht empfehlen, denn dann habt ihr riesengroße Biome. Das ist zwar sehr realistisch, aber ihr kommt schlecht an andere Ressourcen dran. Das heißt, wenn ihr in einem Wüstenbiom dann startet, dann wird diese Wüste so groß sein, dass ihr echt vielleicht 2 Tage rennen müsst, bis ihr in ein anderes Biom kommt. Und das kann dann wieder ein Wüstenbiom sein oder ein Savannenbiom oder sonst was. Also macht das erstmal nicht. Zerklüftet, ja, ist dann nur, wenn ihr einen sehr guten Rechner habt, ist auch sehr schwer zu bauen. Ne? Das sage ich auch gleich dazu. Deshalb nehmen wir einfach mal Weltentyp anpassen, nicht Standard. Genau, da ist er. So, Cheats erlauben, Befehle und so, das würde ich auch immer anschalten, weil wenn ihr später mal die Map auf den Server ladet oder ihr könnt euch, Cheats sind immer ganz, ganz, ganz lustig eigentlich, wenn ihr zum Beispiel den Spawn umsetzen wollt oder sonst was. Das kann man mit Cheats ganz gut machen, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Das ist übrigens hier kein Wikipedia, das heißt, es könnten auch Fehler drin sein in dem, was ich sage. Ich schöpfe das alles nur aus meinem Erfahrungsschatz, jetzt aus, keine Ahnung, 6 Jahren oder 5 Jahren Minecraft. Und will euch damit einfach nur ein bisschen weiterhelfen. Das heißt, nagelt mich da auf nichts fest. Es kann auch sein, dass sich der eine oder andere kleine Fehler einschleicht in dieses Tutorial. Ich bin nicht perfekt, wie jeder Mensch auf dieser Welt. Bonustruhen aus. Bonustruhen, das sind so kleine Kisten, die am Anfang stehen, wo so ein paar Sachen drin sind. Wir können die anmachen, wir können sie aber ausmachen, das ist eigentlich völlig egal. Wir lassen sie mal aus, denn wir wollen ja von vornherein in eine neue Welt starten, ohne irgendwelche ja Hilfen und sonst was. Dann könnte ich auch schon noch fertig gehen. War jetzt viel Gerede für wenige Klicks. Und jetzt machen wir einfach mal eine neue Welt erstellen und da startet dann auch unser kleines Tutorial. Ihr seht schon, jetzt wird die Welt generiert. Das dauert dann immer einen kleinen Moment. Und mal gucken, wo wir rauskommen. Ich sehe viel mehr. Und hier ist unser Spawn. Das heißt, jedes Mal, wenn wir jetzt wieder neu, wenn wir sterben, werden wir genau hier rauskommen. Die Sonne geht auf, das ist immer so, man startet am frühen Morgen. Und ich höre schon Schafe, das ist gut, da unten stehen sie. Aber wir sind auf einer Insel. Da muss ich erstmal gucken, ob das überhaupt eine ideale Welt zum Start ist. Aber vielleicht ist es ganz nett, wenn wir erstmal so eine kleine Insellandschaft haben. Da hinten ist auch noch eine Insel. Naja, schauen wir mal, was uns diese neue Map hier bringt. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben an dieser Serie. Die ist natürlich hauptsächlich, da hinten ist auch so ein Tempel. Seht ihr das gut, dass wir Tempel generieren an oder Gebäude generieren anhaben? Da hinten ist ein Unterwassertempel. Haltet euch von dem aber erstmal fern. Da ist noch einer. 2 Unterwassertempel in direkter Nähe. Oh weh. Das kann ja alter werden. Also, ich hoffe, ihr werdet Spaß haben an dieser Serie. Wir werden in der nächsten Folge dann loslegen mit den ersten Schritten im Spiel. Und bis dahin sage ich, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge dieser Tutorial-Reihe.